sind leider ein Geschäftskunde. Wir bedienen hier nur Privatkunden. Sorry. Ist halt Datenschutz. Worauf warten Sie? Ich höre. Ja, worauf warten Sie? Ich höre. Ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Ich höre. Ja, worauf warten Sie? Ja, dafür kann ich ja jetzt nun auch nichts. Ja, was kann ich denn jetzt dafür? Ja, das ist doch nicht mein Problem. Was habe ich denn damit zu tun? Ja, dafür kann ich doch aber nichts. Dafür sind wir ja da. Das ist mein Job. Jetzt seien Sie mal nicht so klein. Ich andere Kunden warten viel, viel länger als Sie. Ganz toll. Wissen Sie, andere Kunden warten teilweise viel, viel länger. Ich weiß gar nicht, worüber Sie sich hier jetzt gerade aufregen. Das ist doch gar nichts. Wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder heraus. Ah ja, das überrascht mich null. Denn wissen Sie was? Wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder heraus. Oh, ich habe es Ihnen jetzt doch schon dreimal erklärt. Okay. Ja, ja. Alles klar. Ich habe es Ihnen doch jetzt schon dreimal erklärt. Ich hab's Ihnen doch jetzt schon dreimal erklärt. Natürlich. Okay, ich habe nicht so wahnsinnig viel Zeit. Beeilen Sie sich bitte. Puh, ernsthaft? Na gut, was bleibt uns anderes übrig? Bis gleich. Okay. Ja, bis gleich. Wir haben aber nicht ewig Zeit, ne? Also wäre gut, wenn Sie sich beeilen könnten. Oh, ich habe schlechte Neuigkeiten für Sie. Klappt leider erst zu morgen. Na klar, nichts leichter als das. Na, das sieht echt schlecht aus. Also, vor morgen geht gar nichts. Tja, da müssen Sie sich wohl noch etwas gedulden, denn ich habe morgen erst wieder einen Termin frei. Boah, also vor morgen kriegen wir gar nichts mehr hin. Da müssen Sie sich leider noch ein bisschen gedulden. Dann schauen Sie bitte nach. Ja, dann schauen Sie bitte nach. Ja, das ist natürlich super. Na, dann schauen Sie halt nach. Wirklich? Oh, ja, okay, dann schauen Sie halt nach. Tja. Also offenbar geben Sie irgendwas ein, was das System nicht akzeptiert. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Also irgendwie machen Sie das falsch. Irgendwas geben Sie ein, was das System nicht akzeptiert. Ja, ja. Was zur Hölle geben Sie eigentlich ein, dass das System das nicht akzeptieren will? Okay. Also irgendwas machen Sie grundlegend falsch. Aus irgendeinem Grund will das System das nicht akzeptieren. Ja, ja. Hm. Ja, ja, machen Sie mal, machen Sie mal. Also, Sie geben irgendwas ein, was das System nicht akzeptiert. Probieren Sie doch mal was anderes aus. Ist okay. Ja, ich weiß zwar nicht, was Sie da für einen Quatsch eingeben, aber das wird einen guten Grund haben, dass das System das nicht akzeptieren will. Ihr Ernst? Können Sie sich kein richtiges Katzenfutter leisten? Hm. Ja. Okay. Ist das Ihr Ernst? Können Sie sich kein richtiges Katzenfutter leisten? Das kann doch nicht wahr sein. Können Sie sich kein richtiges Katzenfutter leisten? Ja. So was habe ich ja noch nie gehört. Können Sie sich kein richtiges Katzenfutter leisten? Sie sind halt ein Privatkunde. Wir bedienen hier... Nee, andersrum. Du bist aus dem Bild. Du musst weiter. Nach vorne? Nach da. Ja, so ist gut. Ist die Perücke verrutscht? Nee, das Headset. Alles gut. Ich habe Haar im Auge. Kunsthaar. Scheiß Headset. Falls Ihr Headset mal verrutschen sollte. Wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder heraus. Heraus.
Ich glaube, Sie kennen das Sprichwort. Wer es in den Wald hineinschallt, so schaltet es. Voll der Zungenbrecher. Also irgendwie machen Sie was. Ja? Bin ich ungefähr so wie du jetzt? Ja. Okay. Oh, jetzt hätte ich gern Schnaps.